Meine Kinder waren zu der Zeit in den USA, als sie sich begonnen haben, wirklich fürs Lesen zu begeistern. Und sie haben, wie viele andere ihrer Altersgenossen, haben sehr früh beispielsweise die Harry Potter-Reihe als faszinierend empfunden, weil man sich da in eine sehr Ja. eigene, neue, eine Traumwelt, solche Dinge hineinversetzen kann. Bei mir war das damals der Herr der Ringe von Tolkien, das mich als junger Mensch wirklich begeistert hatte, weil man auch da in eine Fantasy-Welt auch mal driften konnte, die einen aus der Pubertät auch mal rausgerissen hat und all diese Dinge. Und dann hat die Schule plötzlich gesagt, sie würde davon abraten, dass die Kinder so einen Unsinn lesen würden wie von Rowling eben den Harry Potter, weil er ihnen vollkommen die falschen Gedanken bringen würde. Dann sind sie gedriftet auf eine andere Reihe, die in Deutschland die Tribute von Panem hieß, die jetzt nicht ganz unbrutal geschrieben sind. Und da hat die Schule dann gesagt, das sei im höchsten Maße unchristlich. Das war eine christliche Schule und haben begonnen, mit den Eltern darüber zu sprechen, dass es eigentlich ein Leseverbot für die Kinder geben müsste. Das fand ich wirklich erschreckend. Gysi gegen Gutenberg.